Herzlich willkommen im Interview nach der Sommerpause. Es geht wieder weiter mit den Interviews, immer am Mittwoch und am Freitag. Und wenn wir von Sommerpause reden, dann reden wir auch von Ferien. Ich weiss nicht, wo ihr in den Ferien war, vielleicht am Meer, am Strand oder in den Bergen. Aber die Person, die hier bei mir im Studio ist, hat sich 2 Wochen lang ihre Wüste aussetzen lassen. Ihr Name ist Carol Lowener und sie ist Fotografin. Hallo, Carol. Hallo, Lolo. Wir duzen uns, weil du bist auch Untertitlerin im Telebilag und somit arbeiten wir zusammen. Und dann sind wir per Du. Du hast dich 2 Wochen lang in der Wüste aussetzen lassen. Das waren deine Ferien. Warum macht man so etwas? Eben als Selbstexperiment. Und es ist so, dass ich so eine Phase hatte, in der ich ein bisschen enttäuscht war in meinem Leben. Und dann habe ich per Zufall, mehr oder weniger, habe ich das dann gesehen und dann habe ich gefunden, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Ich lasse mich 2 Wochen in die Wüste aussetzen. Das ist das, was ich Zeit brauche. Zeit für mich weg von allem. Wir haben Fotos von dieser Reise. Es war in Ägypten, oder? In Kairo hat es eigentlich angefangen. Und dann kannst du jetzt erzählen, anhand der Fotos, wie eigentlich die Ferien haben ausgesehen, bevor wir dann nachher ausführen können. Hier ist das erste Foto von Kairo. Zuerst war ich 2 Wochen in Kairo, um Leute besuchen, weil ich mal vor ein paar Jahren irgendwie 9 Monate dort war. Und das Bild hier sieht man jetzt so Tauben, ich weiß nicht, wie man das sagt. Also der Trip ist von Kairo ausgegangen, genau. Und dort hast du nachher eigentlich jemanden gesehen, der dich nachher eigentlich hat in der Wüste ausgesetzt. Vielleicht kommen wir zum nächsten Bild, wo du nachher in der Wüste bist ausgesetzt worden. Was ist das für eine Wüste? Das ist auf der Sinai-Halbinsel. Wo genau, kann ich gar nicht sagen, weil das ist geheim gehalten worden, also auch vor mir. Also du weißt immer noch nicht, wo du genau warst. Irgendwo in der Wüste auf der Sinai-Halbinsel. Also was ist das, der Reiseführer? Oder wie muss man sich das genau vorstellen? Sie wollen halt einfach, weil es gibt immer wie weniger Orte, wo wirklich niemand ist. Und das wollen sie möglichst so behalten. Und darum hat man mir das... Also du musst doch zahlen für das. Das war ja eigentlich jetzt ein gebuchtes Abenteuer, kann genau, man sagen. Kann man so sagen. Und da kann jeder hergehen. Ja, der das will, ja. Also schauen wir doch weiter Fotos noch an. Genau, hier war nachher eigentlich der Ort, wo du ausgesetzt bist worden, oder? Genau, das ist sozusagen mein Open-Air-Apartment. Also das ist jetzt so die Sicht von meiner Dachterrasse sozusagen. Und dort unten links, dort ist mein Schlafplatz. Unten links war dein Schlafplatz. Wir sehen, wie er ausgesehen hat, der Schlafplatz. Also freier Himmel, immer draußen. Genau. Hat es da keine Skorpion oder irgendwelche Schlangen? Oder, also... Mal hat es auch. Ich habe zum Glück keine gesehen. Aber die letzten 2 Morgen hatte ich nachher die Schlangenspuren in meiner Küche. Und von dem her bin ich dann langsam froh, dass es zu Ende geht. Also das macht schon irgendwo durch ein bisschen Angst, oder? Und die Nächte werden, glaube ich, auch sehr kalt, oder, in der Wüste? Kann sein, aber jetzt, als ich dort war, das war im Mai bis Anfang Juni, war es effektiv schon fast zu warm. Also, ich habe extra den Warmschlafsack mitgenommen und der war zu heiß. Am Anfang habe ich ihn so bis oben zu, eben wegen den Viechern, weil ich Angst hatte, es kommt irgendetwas rein. Aber dann, am Schluss, ich hatte einfach offen und bin eigentlich nur so dort gelegen. Ist das der Platz, den sie dir geben? Oder ist, hast du dir den ausgelesen, dass du nachher geschützt bist? Hier? Das, also, sie haben mich angeführt, einfach so in, eben, das, was man vorher gesehen hat, auf dem grossen Bild sozusagen. Okay. Und dann habe ich selber eigentlich mir überlegt, wo schlafe ich, wo richte ich Küche. Also die Küche wäre dann so dort hinten. So, ja, wir sehen es auch nicht also, so gut. So genau. Unter den Felsvorsprüngen. Und da ging es dann so eine Düne ab, 250 Schritte. Dort habe ich so das Badzimmer. Also sie bringen dich her, setzen dich aus und dann gehen sie wieder und dann bist du eigentlich allein. Ja. Also, das war ein Beduin mit einem Kamel, der hat irgendwie x Liter Wasserflaschen natürlich mitgebracht. Etwas zu essen und dann läuft er mit mir dort an, ladet die Kisten ab und 5 Minuten später ist er weg und dann hockt man allein dort. Und dann ist man dort allein. Und zu essen hast du auch gehabt, das sehen wir auch auf dem nächsten Foto, das man dich, glaube ich, sieht. Ah, jetzt hast du noch ein Foto vom Schlafen, genau hier, genau, oder? Glücklich. Und das nächste Foto ist das Essen. Was hast du dort können essen? Hier bist du so für dich am Köcherl, auf einem Campingkocher, oder? Nein, auf dem Feuer.
Auch also, Feuer, aber genau. Schon selber Feuer machen. Genau, ja. Was hatte ich? Irgendwie Kartoffeln und Tomaten, Rüebli. Also von Ernährung her ist es nicht ein Überlebenstrip, sozusagen? Nein, weil ich glaube, wir bekommen ja nicht genug zu essen zusammen irgendwie in der Wüste oder Wasser. Also von dem her, das hat man gebracht. Aber ich musste schon ein bisschen Menüplanung machen, sozusagen, weil es ist natürlich nicht unbegrenzt. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt, was kann ich mit den Sachen kochen, die ich dort habe. Und nach 7 Tagen ist der Beduin noch mal gekommen und hat noch mal Wassernachschub und ja, noch mal ein paar Kartoffel und ein paar Zwiebeln gebraucht, sozusagen. Das wär's dann gesehen. Genau. Dann ist man dort 2 Wochen in der Wüste. Was macht man da? Wird es einem da nicht langweilig? Du bist Fotografin, hast sicher Fotos gemacht, wie wir euch sehen. Aber also, was macht man da den ganzen Tag? Das frage ich mich jetzt im Nachhinein manchmal auch. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass mir jetzt wirklich langweilig war. Was habe ich gemacht? Viechli beobachtet. Also es gibt halt viel so Krabbelzeugs irgendwie. Eidechsli und Käferli und Ameiseli. Alles in verschiedensten Farben und Formen. Meine Sandalen habe ich immer wieder nach ein paar Tagen wieder neu zusammennähen, weil sie kaputt waren. Also die Zolle hat sich abgelöst. Da habe ich irgendwie mit Schnur und so Steckchen und so Nadeln improvisiert. Das hat viel Zeit gebraucht. Und Fotos, wie wir hier gerade fotografiert sehen, habe ich auch, wobei ich habe gar nicht so viele Fotos gemacht, jetzt in Anbetracht, dass ich eine Fotografin bin. Was war der schlimmste Moment, den du dort hast in diesen 2 Wochen? Ich habe mich nicht entscheiden, es hat echt zu weh gegeben. Es war in der ersten Nacht, ich habe schon geschlafen, alles echt wunderbar und so. Und dann plötzlich hat es einen riesen Knall gegeben. Und also nicht nur einen Knall, ich habe so gespürt, das hat mich richtig durchgerüttelt. Und ja, dann liegt man halt dort, allein auf seiner Düne und es ist alles finster. Irgendwo in der Wüste. Genau, und dann habe ich wirklich so gedacht, Scheiße, darf man das sagen? irgendwie jetzt ist irgendwo eine Bombe eingeschlagen. Genau, oder, Terrorcamps hat es ja auch, oder? In der Sinai-Halbinsel, ja, in der Wüste. Das weiss man, so oder? Also hat man von dem nicht auch Angst, dass da plötzlich auch so etwas passieren könnte? Ja, also im Hinterkopf ist es irgendwo schon, aber da darf man nicht zu fest darüber nachdenken und einfach seinem Glück vertrauen. Und ja, es ist alles gut gegangen. Also am Schluss hat sich herausgestellt, am nächsten Morgen ist einfach nichts ausgesehen wie immer. Und ja, dann später, nachdem sie wieder draußen war, erfahren, dass es irgendwo eine Sprengung hatte. Hat es irgendein Sicherheitskonzept auch auf diesem Ferienabenteuer, wenn man es so sagen kann? Oder ist man einfach 2 Wochen allein und man unterschreibt irgendwo ein Blatt? Im Fall, dass mir etwas passiert, bin ich selber verantwortlich. Ja, man hat tatsächlich etwas unterschrieben. Und sonst, also Sicherheitskonzept in Anführungszeichen, das ist so 2 Steine, die an einem Ort waren, also wo man den Beduin beim Reinlaufen hat gezeigt. Und dann sind die aufeinander gewesen, und ich musste jeden Morgen anmüssen und den Oberstein nebenan legen. Und er hat dann später die Runde gemacht und hat die Steine wieder aufeinander gestellt. Aber ich habe mir natürlich dann überlegt, dass wenn ich jetzt zurücklaufe ins Camp und mir dort etwas passiert und er läuft durch und sieht, ah, sie sind nebenan, tut sie wieder drauf. Also er merkt vielleicht erst irgendwie 48, 50, 52 Stunden später, dass du eigentlich wärst angegriffen worden von einem bösartigen Skorpion oder so. Wir kommen langsam schon zum Ende. Was ziehst du als Erfahrung aus dem Abenteuer? Aus der Einsamkeit? Ich glaube, das braucht noch fast ein bisschen Zeit, um das irgendwie überhaupt zu verarbeiten. Und ja, es ist jetzt wirklich noch schwierig zu sagen, weil es ist, als ich bei Heiko kam, ist alles drunter und drüber gegangen. Hier von dem her ist im Moment die Wüste wieder sehr weit weg, aber ich hoffe, dass es doch irgendwo so ein bisschen etwas drinnen bleibt, irgendwie von dieser Energie und irgendwie auch Kraft halt, was einem gibt, also die Ruhe und ja. Wir kommen zur letzten Frage, mit Ja oder Nein beantworten. Würdest du es wieder machen? Ich kann das nicht mit Ja oder Nein beantworten. Also wirklich die letzten Tage, als ich dort war,
hätte ich es mit Nein beantwortet. Habe ich gefunden, es ist gut, habe ich es gemacht, aber ich würde es jetzt nicht mehr machen. Es ist lang geworden. Nein, nicht wegen dem Lang, aber es ist dann, aber die zweite Woche ist irgendwie, hat mich mehr gestresst. Also es hat mal noch so ein Gewitter gegeben, die Nacht wirklich mit Blitz und Donner. Und das war Panik pur bei mir. Und von dem her hat ich dann gesagt, nein. Und jetzt schon so ein bisschen mit Abstand, ja, warum nicht? Irgendwie, vielleicht könnte ich es jetzt sogar noch eben bewusster wahrnehmen und genießen. Wir kommen zum Ende von diesem Interview. Merci vielmals, Carol Launer, bist du hier bei uns im Studio gewesen. Ja, merci auch. Das war es von der Fotografin Carol Launer, die ganz spezielle Ferien gemacht hat. Sie ist zwei Wochen lang in der Wüste in Ägypten ausgesetzt worden. Merci fürs Zuschauen. Ganz einen schönen Abend.